mein Gott, ich freue mich schon so, dass die Schule vorbei ist und wir endlich in Urlaub können. Du fährst in den Urlaub, ich bleib hier. Ah, lame. Warum fährst du nicht in Urlaub? Weil es hier schön ist. Zu Hause ist immer am schönsten. Weißt du, das kann ich mir sparen, dieses Ganze zum Flughafen rennen und wieder dann aussteigen und fliegen und blah, nö. Okay, ich gebe dir recht. Flughäfen sind super stressig. Gefühlt muss man da 5 Stunden vorher sein, um sein blödes Gepäck aufzugeben. Was muss man hier tun, um was für einen Kaffee zu kriegen? Okay, warte. Hallo. Hi. Du hast gerne Kaffee. Ach, hallo. Ich hätte gerne. Nein, wie wär's mit diesem Milkshake da hinten? Der rosane sieht der lecker rosane. Aus. Ja, natürlich. Ah, der grüne. Der grüne. Ich will den grünen. Ich will den grünen. Grün. Warte, der ist. Ja, bitte grün. Waldmeister. Oh, ja. Hier. Oh, der schmeckt ja wirklich lecker. Ja. Fantastisch. Was? Fantastisch, habe ich gesagt. Ach so, ich habe irgendwie fantastisch verstanden, aber das ist ja gar kein Wort. Alles klar, ich muss dann mal nach Hause meine Koffer packen, sonst komme ich zu spät. Ja, gute Reise. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Ciao. Hallo, hier, ich würde gerne meinen Koffer aufgeben, bitte. Oh, hi. Ja? Sie hatten gerade Mittagspause. Was willst du? Koffer aufgeben. Naja, bin Mittagspause. Ja, leg mal rein hier. Hier? Leg mal rein, das Ding. Ja, ist drin. Oh ja, ist grün, alles klar. Kannst du wieder nehmen? Okay, super. Dann, hast du Waffen dabei? Was? Nein. Ich habe gefragt. Ich dachte, der Koffer ist grün. Wo soll ich denn Waffen dabei haben? Waffeln! Hast du Waffeln? Ich habe Hunger. Nein, ich habe keine Waffeln. Tut mir leid. Oh, Mist. Ja, dann geh halt durch. Okay, danke schön. Okay, ich hoffe, ich sehe die nie wieder. Passt, die war ja schlecht gelaunt. Gut. Aber nichts kann mir meinen Urlaub vermiesen, weil hier geht's ins Flugzeug. Und dann kann ich mich. Oh, richtig gemütlich, richtig luxuriös hier mit Sofen. Dann kann ich mich so richtig gemütlich machen. Ah, oh, dann geht hoffentlich gleich der Flug los. Oh, denen guten Tag! Da sind wir auch schon an Bord. Herzlich willkommen, sage ich nur. Sie sind die Stewardess? Ja, machen Sie es hier ruhig. Hey, nein, du warst doch bei der Security-Kontrolle. Was darf es denn sein? Möchtest du vielleicht Eiscreme oder möchtest du einen Kaffee? Ich kann dir auch noch was anderes bringen. Ich hätte gern... Ein paar Doritos. Ja, klar, gerne. Ein paar Doritos werde ich nehmen. Oh, geht's schon los? Das Flugzeug wackelt ganz schön. Nee, bitte nicht die angekauten Doritos. Ich muss mal kurz mit dem Pilot reden, ja? Bis dann. Alles klar. Ist gar nicht der Pilot schon drin, ich dachte, der kommt später. Okay, dann fliegen wir mal das Flugzeug hier. Ja, alle anschnallen bitte. Das ist doch hier nie ist im Leben der Pilot. Das ist die gleiche, die die Stimme verstellt. Hallo? Also, meine Damen und Herren, wir starten jetzt. Bitte nehmen Sie Ihre Position ein und stellen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Haltung. Klappen Sie die Tische ein. Pilot und Security. Sie finden die Kotztüten unter ihren Sitzen, genau neben ihren Schwimmwesten. Ah, okay. Na gut. Ja, die Airline musste ein bisschen sparen, da kann ich jetzt auch nichts dafür, ja? Alles klar. Bitte ans Beschwerdemanagement. Mhm. Okay. So, dann geht's jetzt los mit dem Start und wir starten. Woohoo! Und das Flugzeug fliegt los. Yay! Was für eine schöne Reise und... warum gehen die Türen nicht auf? So. Hä? Warum sind... Warum sind hier so viele Bäume? Entschuldigung. Hey, sie da. Du da. Hallo. Oh, was? Hey. Ich jogge, ich kann nicht anhalten. Was ist denn? Oh, okay. Die Bäume, die sind neu, oder? Die waren noch nicht hier. Die Bäume waren schon immer hier. Wie jetzt? Die waren schon immer hier. Was ist denn passiert? Ja, die waren immer hier. Ich habe jetzt auch keine Zeit, okay? Ich sehe auch nicht gut. Oh, okay. Das ist vielleicht eine Erklärung. Nein, die waren noch nicht Spaß. Hier. Ja, danke. Selber auch. Nein, daran würde ich mich erinnern, wenn hier überall Bäume stehen würden. Ich bin ja auch zum Flughafen noch hin. Hä? Okay, ich gehe mal zu Izzy nach Hause. Vielleicht weiß sie ja, was hier los ist. Izzy, bist du zu Hause? Hallo? Ich sitze auf der Toilette. Was ist denn? Oh, kannst du mir die Haustür vorne aufmachen, das Tor? Komm rein. Oh, ist offen. Danke. Ja, ist offen. Okay, es tut mir leid. Ich wollte dich natürlich nicht bei deinem, Geschäft ablenken. Warum... Bist du so grün? Hallo? Grün? Wieso grün? Grün? Meinst du mein Outfit? Ja, ich meine, sieht süß aus, sieht super niedlich aus, aber... Danke! Soweit ich mich erinnere, war Fasching schon. Wieso Fasching? Naja, weil du ja klar angezogen bist wie eine Waldelfe. Also... Ja, sieht man das? Ich meine, das ist ein super gutes Faschingskostüm, klar sieht man das. Keine Ahnung, wo hast du das her? Ich bin eine Waldelfe geworden. Ja, klar, du bist eine Waldelfe geworden. Als nächstes sprießen dir noch Flügel aus dem Rücken. Also Ronja, jetzt mal ganz ruhig, ne? Ich will dich jetzt nicht schockieren oder sowas. Aber guck mal genau hin. Ja, du siehst normal aus. Du hast halt ein gutes Kostüm an, aber...
Ha? Und da sind sie. Warte, was? Sag ich ja. Hä? Warte, warte, hast du dich ganz kurz wegteleportiert? Du warst eben kurz weg. Ich kann mich teleportieren, siehst du das? Das ist ein Zaubertrank auf meinem Rücken. Oh mein Gott. Und ich hab Flügel, weil ich eine Waldelfe bin. Wieso bist du eine Waldelfe? Was ist hier passiert, während ich weg war? Ich war eine Woche im Urlaub. Hä? Huh? Eine Woche? Du warst, das kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ja, die Stadt, das mit den Bäumen, das war ich, glaube ich. Tut mir leid. Wie, das warst du? Hast du die Stadt verzaubert? Bist du eine Waldelfe? Ja, das war ich, okay. Es ist ein bisschen was schiefgegangen. Ich war noch nicht so erfahren dabei. Naja, du kennst es ja. Hä? Das war... Oh, aber nein. Seit wann? Nein, hast du das Holz angezündet? Nein, das war... Nein. Entschuldigung, falls aus Versehen... Man darf kein Holz verbrennen. Mach das schnell aus. Oh, ja, ja, klar, warte. Gut. Holz ist heilig. Das musst du doch wissen. Sorry, warum hast du deinen Kamin, wenn Holz so heilig ist und man es nicht verbrennen darf? Huh? Na, weil ich da Erde verbrenne. Erde. Du verbrennst Erde, ist nicht heilig? Lava-Erde. Lava-Erde. Aus dem Nether. Ach so. Du kannst kurz mal auf mein Waldmobil steigen, ja, hier. Auf dein Waldmobil. So, was ist denn das alles passiert? Du willst mir hier... Okay, das ist alles eine große Falle und du hast dir auch noch Flügel gekauft, die man so an den Rücken machen kann? Aber ich habe keine Ahnung, wie du das mit den Bäumen geschafft hast. Wie hast du das hingekriegt? Na, ich habe ein paar Samen gesät und dann habe ich die eben groß werden lassen. Ha? Ist so ganz klar. Ist nicht ganz klar. Oh mein Gott, meine beste Freundin ist eine Waldfee. Wie ist denn das? Kann ich auch eine Waldfee werden? Kannst du mich auch verzaubern? Ist viel wichtiger. Ich wusste jetzt gar nicht so genau, wie das geht, aber... Du hast jetzt selber irgendwie Flügeln wachsen lassen. Überhaupt nicht. Okay, 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 pass auf. Wir gehen. So, wo möchtest du hin? Wie zum Campingplatz? Du den eigentlich möchte ich? Sieht. Zum Campingplatz. Sieht schön aus, schätze ich. Gut erledigt. Also, es ist halt alles ein großer Wald. Eigentlich war hier mal eine Stadt, aber. Let's go! Zum Campingplatz! Ich glaube, er ist eh hier. Oh, ja, er ist hier. Das wäre gar nicht so weit gewesen. Oh mein Gott, die Farbe von deinem Auto tarnt sich mega gut mit dem Gras hier. Matcht, oder? Ja. Ja. Okay, also. Kannst du mich verzaubern? Bitte, bitte? Bitte? Das wäre voll cool. Von, wenn wir erstmal eine Runde zelten und du guckst mal, ob es dir im Wald hier gefällt, okay? Ja, aber da muss ich ja nicht auf dem Campingplatz. Hier ist ja alles Wald. Aber gut. Dann guck ich mal, ob es im Wald mir gefällt. Uff, was für eine Nacht. Unangenehm auf dem Boden zu schlafen. Für dich nicht? Easy. Aufwachen. Easy. Hi. Hi. Was? Ich versuche einen grünen Ballon zu kriegen. Oh, okay, verstehe. Er will aber nicht grün werden, Ronja, wieso nicht? Ich gibt's gar keinen grün. Oh, ich meine Türkis, nah genug dran. Steig auf, euch. Wir haben viel vor heute, okay? Oh, alles klar, was steht auf der Agenda? Go! Du bist direkt ins Feuer gefahren. Ich nichts für. Da kannst du nichts für. Kann es sein, dass du dein Führerschein nicht schnell, hast? Bist du der schlechteste Fahrer? Ich steig aus, weißt du was? Ich laufe. Wo auch immer wir hin müssen, ich bin schneller da, wenn ich laufe. Wo wollen wir denn hin? Komm jetzt einfach, ich zeig dir wo. Okay, okay. Warte, läufst du hier über den Berg? Ja. Nee, ich bin in meinem Auto. Ich versuch's nochmal. Du hast auf die andere Seite geschafft. Oder hast du dein Auto magisch rüber teleportiert? Hm? Oder den Reifen fällt gleich ab? Wow, das war knapp. Meine Haare. Oh, du hast drin mal umgeschafft. Yes! Okay. Du färbst dir deine Haare? Ich färbe mir meine Haare auch schon mal grün, damit ich auch bald eine Waldelfe werden kann und ein würdiger... Das sieht süß aus, das ist dunkelgrün. Oh, das ist richtig hübsch. Oh, hübsch, oder? Oh mein Gott, ich finde das voll schön. Du siehst aus wie eine Limette. Nein, mach nicht. Aber ich gebe es zu, ein bisschen dich aus wie eine Limette. Du hast so ein Blaugrün irgendwie, ne? Aber ja, voll cool. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Sieht witzig aus. Ja. Okay, komm, wir gehen Waldmeister-Eis essen, okay? Hier vorne. Oh, okay. Hier? Ist so ganz rechts. Da steht zwar Mintchip dran, aber es ist eigentlich Waldmeister. Okay. Dann, wenn du das sagst. Die tarnen das nur, damit sie mal isst. Warte, nein, Ronja, schnell! Komm mit, komm mit, komm mit, die verfolgen mich!
Warte, wer verfolgt dich? Ich steig ins Waldmobil. Ich steig jetzt. Wir müssen weg hier. Das ist richtig ekelhaft, das Eis. Wer ist denn das freiwillig? Ich schmeiß das runter. Okay, steig ab. Steig ab. Du bist raus. Nein, nein. Mit was? So jemandem fahr ich nicht. Es ist so eklig. Wer ist denn das? Das ist voll lecker. Was ist dein Problem, Mann? Mein Problem ist, dass das nicht gut schmeckt. Okay. Wer verfolgt? Ich habe niemanden gesehen. Kann es sein, dass du dir das einbildest? Seitdem du zu einer Waldelfe geworden bist, verhältst du dich sehr komisch. Ich werde mir jetzt hier mein Waldelfenhaus bauen. Willst du sehen? Dein Waldelfenhaus? Klar. Ja. Hier vorne. Oh, das sieht süß aus. Oh, okay, das sieht tatsächlich sehr süß aus. Weißt du was? Aha. Du kommst nicht rein. Nein, du bist schon drin! Ich bin schon drin. Mist. Schade, du hast jetzt einen Waldelfen-Mitbewohner. Ob du es willst oder nicht? Oh, ich schlafe oben, rechtes Bett. Nein, ich habe noch gar nicht geguckt. Du kannst das linke nehmen. Wo soll ich dann schlafen? Der ist noch eins. Hier, das grüne. Ja, das ist ganz nice eigentlich. Siehst du? Das können wir so machen. Okay. Und das Haus hat schon wieder einen Kamin. Das finde ich echt nicht gut. Ich bin im Garten. Also, willst du mit in den Garten kommen? Ja. Warte, bist aber du mega schön, oder? Super süß. Das ist wirklich cool für eine Waldelfe. Oha, hä, das ist richtig hübsch hier hinten. Und soll ich mal ein bisschen Feuer anmachen? Und ja. Wenn du Feuer anmachst, bann ich dich aus meinem Haus, ja, dass es klar ist. Nur eine kleine Flamme, es ist ein bisschen kühl geworden. Und ja. Nur eine kleine. Und ja, wehe. Okay, du hast kein Feuer an. Dann halt nicht, aber hier mehr Wasser, oder? Würde das nicht ausgleichen. Okay, aber was ist denn jetzt wirklich los? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand verfolgt oder dass hier irgendwas los ist. Können wir einfach schlafen gehen? Es ist doch überhaupt nicht Schlafenszeit, es ist 10 Uhr morgens, hä? Ja, klar, es ist 10 Uhr morgens, aber gefühlt war die letzte Nacht absolute Hölle. Ah nein, es ist 10 Uhr abends, du hast recht. Okay. Ich will einfach schlafen, auf dem Boden im Wald kriegt man keinen Schlaf. Notfalls schlafe ich auch unten auf dem Sofa. Du kannst hier in der Scheune schlafen, Ronja. Warte, ich darf nicht in deinem Haus? Okay. Nein, guck mal hier nebenan, ist doch super. Ich finde bestimmt so schöne Strohbatzen, wo du schlafen kannst. Ich nehme sogar die Scheune mittlerweile. Weißt du was? Hier, ich lege mich hier auf diesem schönen Strohballen. Okay. Wunderbar, bis dann. Bis morgen. Tschüss. Okay, was für eine Nacht. Okay, ich hoffe, alles hat sich irgendwie wieder normal. Alles ist normal. Hier sind keine Bäume mehr. Hier ist überall freies Land. Easy ist wahrscheinlich auch keine Wald. Oh mein Gott, es ist so hell auf einmal. Es ist wieder wie das Brookhaven, das ich kenne. Easy, bist du schon wach? Hi. Warte, wo bist du? Ich bin im Badezimmer. Oh, ist alles okay? Ronja, du siehst wieder so wach. Ich bin keine Waldelfe mehr. Ja. Ich bin keine mehr. Weißt du, ich hatte mir so gewünscht, für ewig eine zu sein, aber der Zauber ist vorbei. Welcher Zauber? Der Zauber. Jemand hat einen Zauber auf mich gelegt und ich bin keine Waldelfe mehr. Oh, okay, das ist passiert. Ich habe mich so gewundert, weil sonst wärst du ja schon immer eine Waldelfe gewesen. Daran würde ich mich erinnern. Und jetzt sehe ich wieder so normal aus. Oh, hey, immerhin. Schau mich an. Ja? Ich bin jetzt ein Clown! Oh mein Gott! Mit einem Ballon und ich hole dich. Nein! Und doch. Ich komm schon und hole dich. Oh Gott. Und dann frittiere ich dich und mache aus dir einen Salat. Aha. Oh, vielleicht sollten wir für eine Zeit Abstand voneinander nehmen und nicht mehr so viel zusammen machen. Wäre das... Oh mein Gott, ist das so eine Axt. Wäre das nicht schön? Vielleicht können wir uns beide neue Freunde suchen. Yeah. In der Schule oder so. Oh mein Gott. So, dann war es aber mit dieser Folge. Wow. Meine beste Freundin wird zur Waldelfe, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst... Oh mein Gott, sie hat wieder eine Axt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und schaut auch gerne bei der Easy vorbei. Da machen wir nämlich auch viel Roblox und Brookhaven. Abonniert mich, sonst komme ich vorbei. Was sie sagt. Macht's gut. Ciao.